Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir uns nochmal den Bereich angesehen, in dem wir verhältnismäßig am Anfang waren. Es ging um das Missionsziel, die falsche Flagge. Ich habe ursprünglich gedacht, es würde sich hauptsächlich nur um die Panzerfahrzeuge handeln, die ja abgedeckt an der Oberfläche stehen. Nein, nein. Es ging ursprünglich um das Lager, was man in der Mission selber nicht betreten kann. Der innere Teil der Anlage, Mine, so wie ich es bezeichnen würde. Da standen nämlich auch noch eine ganze Menge Fahrzeuge drin und explosive Fässer. Und die Kombination haben wir uns natürlich gleich zumal zunutze gemacht, nicht wahr? Des Weiteren haben wir, wenn wir uns auf der linken Kartenseite entlang gehangelt hätten, sage ich mal, zu Beginn, da noch die restlichen Soldaten aufgeknüpft und ausgeschaltet und sind jetzt mittig. Wir waren kurz vor Ende des letzten Partes in einem Gebäude angekommen, in dem ein Max in seinem Brief geschrieben hatte, dass er sich nicht nur über die geschickte Schokolade freute oder freuen würde, sofern auch mehr kommen würde, nein, sondern auch, dass er ein seltsames Gefühl hat in Betrachtung der Kirche hier in Steigerloch. Er ist sich nämlich verhältnismäßig sicher, dass er was wirklich sehr Seltsames abgehen muss. Nur da sind wir ja noch gar nicht. Weil wir befinden uns jetzt hier, in dem großen Hauptgebäude, unweit des Glockenturms entfernt. Und die Kirche ist ganz hier hinten. Das wird halt noch ein bisschen dauern. Aber natürlich werden wir auch dahin kommen. Und natürlich werden wir uns auch dort genauestens umsehen. Das ist ja gar keine Frage. Ich höre Fußschritte. Wir sind hier definitiv in dem Gebäude nicht alleine. Mal draußen auch noch ein paar Leute rumlaufen. Und auf dem Balkon ist keiner. Es ist hier echt sowas von dermaßen verwinkelt, ne? Das ist unglaublich. Und da geht's zum Dachboden. Da unten steht das Panzerfahrzeug, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Oh. Oh. Hallo. Ja, daher. Ein weiterer Professor. Ein weiterer Wissenschaftler. Ach, Joseph Wernicke. Oder Wernicke. Der Typ von Outlast. Geil. Sag mal, das macht dir doch bestimmt nichts aus, wenn ich hier gleich mal eine rüberzimmer, oder? Nee, aber dem Typen macht's was aus. Schade. Sind das zwei? Ach du Scheiße. Zwei Jäger, die da abstationiert sind. Also okay, Wernicke ist definitiv schon ein höher gelegeneres Tier als Kehrer im angrenzenden Nachbargebäude. So viel steht auf jeden Fall fest. Gut, aber das Hauptziel ist ja Bosch innerhalb der Mission. Ja, das macht jetzt noch keinen Sinn. Also erstmal müssen hier die Jäger Brothers ausgeschaltet werden, bevor wir uns um Wernicke kümmern können. Da sind also die ganzen Betten gelandet.
großartig weglocken mit dem Stein können wir die ja auch nicht. Hier sind alle viel zu dicht beieinander, Mann. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Aus dem Augenwinkel natürlich, ne? Also. Wisst ihr Bescheid? Ja, nee, so klappt das nicht. Wobei. So klappt es doch. Friend, you're heavier than you look. Need to put you somewhere for safekeeping. Machen wir auch. Aber an einem Ort, wo ich weiß, na, hier ist ein Treppenansatz. Ja, wisst ihr was? Dann packen wir ihn hier einfach auf den kleinen runden Teppich. Ich habe gesagt, auf den kleinen runden Teppich. Ja, so halbwegs. Und schauen wir uns jetzt mal seinen Tresor an. Wernicke's Research. Alsace will want to see this. Definitiv. Diverse Dokumente, wissenschaftliche Abhandlung. Zellularer Verfall organischer Versuchsobjekte beim Ausgesetztsein von Spaltstoffen. Eine Langzeitstudie. Das war die Kohlensäure. Von Josef Wernicke. Reichsatominstitut, Januar 1944. Wie bereits von Kollegen konstatiert, müssen die langfristigen Auswirkungen von spaltbarem Material auf organischen Versuchsobjekten erst noch hinreichend untersucht werden. In Klammern Herzfeld 1937, 38, Rosengart und Gerster-Ecker 38, 17 bis 43. Jo. In diesem Artikel beziehe ich mich auf meine andauernden Forschungen zu diesem Thema, unter Einsatz sowohl pflanzlicher als auch tierischer Versuchsobjekte. Wie ich zeigen möchte, bewirkt ein fortwährendes Ausgesetztsein von spaltbarem Material bei pflanzlichen und tierischen Versuchsobjekten, selbst in relativ kleinen Mengen, einen nachhaltigen Zerfall auf zellularer Ebene. Fortwährend in diesem Zusammenhang beschreibt ein bis zwei Stunden. So. Ja, und irgendwann hat er angefangen im Mount Massive Asylum. Oh, wie hieß diese? Den, ach. Ich komme da gleich noch drauf, ey. Klassische Gewitzwirbler. Nein. Guter Schuss. Muss ich ja mal sagen. Ey, mich wurmt es, dass ich da gerade nicht drauf komme, ne? Wir müssen auf jeden Fall wieder über die Geräuschüberlagerung warten. Oder auf die Geräuschüberlagerung warten. Jetzt zum Beispiel. Danke.
Dankeschön. Oh shit. Ich habe mir schon Mühe gegeben. Wernicke hat sich erstmal umgedreht. Der morphogenetische Antrieb, das ist die Scheiße gewesen. Das ist es gewesen, was da im Mount Massive noch abgegangen ist. Der war also echt nicht untätig. Nach der Zeit hier als Wissenschaftler für die Deutschen. Der Gute ist weit rumgekommen. Also das mit den Nukleartechniken hier, pff, das ist noch ein Kindergeburtstag. Habt ihr mal gesehen, was da abgegangen ist? Alter. Da kann ich euch, also wenn ihr mal wirklich Bock haben solltet, Outlast euch reinzuziehen, kann ich euch ein Let's Player empfehlen, der zwar leider auch schon lange untätig ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwas macht. Aber für das Let's Play muss ich sagen, geiler Scheiß, wirklich. Wenn ihr da mal Bock drauf haben solltet, dann empfehle ich euch Beta Gott. Der Typ hat das Let's Play sehr entertainend technisch rübergebracht. Okay, da haben wir auch noch wen. Ich muss mir jetzt natürlich noch markieren oder beziehungsweise erstmal gedankentechnisch abstecken. Hier haben wir ja jemanden drin und hier liegt einer drin. Na, hoffentlich vergesse ich das nicht, ey. Hoffentlich werde ich das nicht vergessen. Oh, ein Funker. Ich glaube, das ist der allererste, den wir hier sehen. Was war denn jetzt los? Hä? Okay, kann mir das mal gerade wer erklären? Du kommst mal schön mit mir mit. Nicht, dass ich noch irgendwer vermisst. Ja nicht. Gut, die haben also nichts mitgekriegt. Da hinten ist auf jeden Fall Druckbewegung. Markiert. Ja, der ist auf jeden Fall nicht passiv. So viel kann ich auch sehen. Aber dass der Funker weg ist, das ist schon mal eine Erleichterung. Hier tut sich nichts. Da waren wir ja auch schon mal durchgelaufen. Da hinten ist ja das Gebiet mit dem LKW-Depot. Soweit so gut. Also langsam werden die Bereiche, die wir hier schon abgedeckt haben, größer. Man kann sich ja von dem Standpunkt aus nur noch verbessern. Na gut, so eine Sturzattacke möchte ich hier natürlich nicht machen. Unter der Voraussetzung, dass das auch grundsätzlich gar nicht geht. Aber die Leute sind umsichtig, das gefällt mir nicht. Und es sind eindeutig zu viele. Aber wisst ihr was? Wir können das mal wieder so aufziehen, dass hier immer einer nach dem anderen hochkommt, weil vom Blickwinkel aus betrachtet können die unten ja gar nicht sehen, was hier oben abgeht. Und das machen wir uns zunutze. Hoffe ich. Und da kommt nämlich schon der Erste. Den Funker, die wissen gar nicht, dass bis jetzt einer fehlt.
Das kann sich auch liegen bleiben. Das ist mir verhältnismäßig Schnuppe. Den hatten wir auch schon mal abgetätschelt. Es dürfte ja nicht mehr allzu lange dauern, bis die Leute sich auf den Weg machen. Da kommt auch schon das kleine Trio. Infernale. Zwei Infanteristen und ein Offizier. Dass ich jetzt hier durch mein Gebüsch laufe, das wäre nicht so von Vorteil. Hast du denn überhaupt einen Überblick für mich, Kollege? Dienstplan, Tatsache. Okay. Drei Stielangranaten. Jetzt liegst du gar nicht mal unweit von deinem anderen Kumpanen entfernt. Operativer Überblick D4. Verantwortlicher Offizier Leutnant Harald Kempf. Standort Stadtzentrum. Abwesenheit keine. Anweisungen des Offiziers, regelmäßige Patrouillen durch das Stadtzentrum von Steigerlauf aufrechterhalten. Anmerkung des Offiziers, heute ist ein wichtiger Tag, die Patrouillen müssen ruhig und gelassen vonstatten gehen. Falls nötig, steht mechanische Unterstützung bereit. Einen Teil dessen haben wir ja schon ausgeschaltet. Und wenn da hinten jetzt tatsächlich keiner mehr sein sollte an dem Häuschen hier... Dann wird der Panzerwagen gleich mal sein Fett wegkriegen. Schaut mal, es sieht doch schon gleich viel besser aus, ne, wenn es hier so ruhig ist. Also entweder haben die Leute von Steigerloch bald das Oktoberfest gefeiert oder feiern wollen. Weil diese Garnituren hier sehen echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ah! Alter! Das hat mich gerade erschreckt. Jetzt wollte ich doch einfach mal die Umgebung genießen. Darf ich auch wieder nicht. Was sagt uns das? Erst cleanen. Dann sich in aller Ruhe umsehen. Ich war halt einfach wieder zu vorschnell. Ich weiß ja nicht, wer das gewesen sein mag, aber irgendwo hier muss halt noch wer sein. Der von dem Ganzen... Ah, er da. Alvin. Der von all dem hier gar nichts mitgekriegt hat. Also er ist immer noch umsichtig, ja, aber... Er ist dem ganzen anderen Trupp nicht hinterhergelaufen.
Ey, komm, Kollege, du hast mich nicht gesehen. Du hast vielleicht was gehört, ja, aber gesehen hast du mich nicht. Nein, 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 nein. Junge, was soll das? Ich wollte doch einfach nur den Stein werfen, Mann. Den da wollte ich werfen. Manchmal habe ich auch mal eine 5 Minuten, wo ich mir so denke, Junge, ist gar nicht mehr fit. Gut, aber bei der jetzigen momentan vorhaltenden Wärme, ey. Wenig verwunderlich, oder? Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was soll da reichen? Dankeschön. Zwei Sprengstoffgeist-Kills. Okay, halten wir fest, wir sind eigentlich... Ja, doch. Wir haben den Bereich auf der rechten Seite abgedeckt. Wir haben den Bereich bis ins Stadtzentrum abgedeckt. Und wir haben links... bis hier oben zum LKW-Depot gesäubert. Wir machen Fortschritte. Langsam, aber sicher. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt schon mal drin war oder nicht. Es sieht halt alles gleich aus, Mann. Gut, aber hören tue ich auch keinen, außer mir hier gerade selber. Das ist quasi wieder die genau gleiche Anordnung wie in dem Haus, wo wir schon mal drin waren, auf der linken Seite. Was können wir denn hier sehen? Wir sehen jemanden dort oben stehen. Und Speer sogar. Oder möchte ich da erstmal nicht hin? Dass sie ihm zumindest nicht vor die Flinte laufen. Aber was hier oben ist, das würde mich mal interessieren. Muss es ja auch irgendwas geben. Das ist aber schlecht. Ich merke, das könnte schlecht sein. Wobei, da können wir rein. Da werde ich auch gleich mal reingehen. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich gerade in unsere Richtung schaut oder nicht. Wird ausgenutzt und zwar sofort. Der Typ hat wirklich noch einer mit der besten Position über die gesamte Karte. Mit dem möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Ja, hier sind wir für ihn wieder im toten Winkel, das ist gut. Ja, was sehen wir denn hier überhaupt? Valkyra-Einheit. Drei dicke Jungs. Eugen Hane, sein Bruder, Pilot der Luftwaffe, wurde über dem Eimelkanal abgeschossen.
mies für ihn. Engelbrecht Stanke oder Stahnke will erfahren haben, dass Viktor Habermann ermordet wurde. Oh, da hat jemand aber eine gute Quelle. Ja, woher weiß er das denn? Von der Walküre kann er es nicht wissen. Die habe ich alle abgemurkst. Aber ich kann euch eins sagen, das ist jemand, der weiß eindeutig zu viel. Und da haben wir ja noch wie... Oh, ein Sniper. Ah nee, ein Speer. Einer mit der Leuchtpistole. Oswald Rust sagt, er habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Die wird er uns aber wahrscheinlich nicht mitteilen, oder? Auch wahrscheinlich nicht, wenn wir ihn danach fragen. Dokumente hier. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Jemand mit einem Abschiedsbrief. Rainer Hahn. Ne, Raimund Hahn, Teilnehmer an der Invasion von Kreta, hat versehentlich seine eigenen Männer beschossen. Friendly Fire. Aber gut, dass ich nicht vor Ort war. Gut, aber es kann auch passieren, ne? Das ist garantiert nicht der Einzige, dem das mal passiert ist. Es ist alles so heftigst verwinkelt hier, Mann. Das ist unglaublich. Dann können wir wahrscheinlich da ins Nachbargebäude rein. Vielleicht sogar da, wo der Speer der Walküre steht. Das wäre ja auch schon mal geil. Schlecht wäre das nicht. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Timer geht auch schon wieder. Ach Mann, nerv nicht. Okay. Judy, dann bleiben wir erstmal hier. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite 4.